Hallo bei euromil.com. Ich möchte mit euch heute Topfengulatschen zubereiten, und zwar ganz einfache, aus einem fertigen Blätterteig. Und dazu brauchen wir Topfen, wir brauchen etwas Creme Fraiche, wir brauchen fertigen Blätterteig, wir brauchen Ei, wir brauchen Zucker, Rumrosinen, etwas Puddingpulver, und dann zum Bezuckern brauchen wir noch Vanillezucker und Staubzucker. Wir beginnen mit der Fülle. Dafür geben wir einmal den Topfen in eine Schüssel. Dann brauchen wir das Ei, und von dem Ei brauchen wir nur den Dotter, weil mit dem Eiklar bestreichen wir dann nachher den Teig, damit er besser klebt. Wir geben die Rumrosinen dazu, wir geben Zucker dazu, rühren das einmal alles ein bisschen durch. Zur Bindung geben wir Vanillepuddingpulver dazu. Und so einfach und schnell ist unsere Fülle auch schon fertig. Im nächsten Schritt bereiten wir uns den Teig vor. Ihr seht, ich nehme ca. 4 Finger breite Streifen. Und das Stück, das dann überbleibt, brauchen wir sowieso zum Abschließen. Schneiden wir dann einmal in die Hälfte, verteilen darauf unsere Fülle. Dann werden die Ecken zur Mitte geschlagen. Wir bestreichen mit Ei und setzen noch als Abschluss, damit diese Zipfel auch zusammenhalten, ein Stück Teig darauf. Wir schlagen jetzt die 4 Ecken über den Teig. So entsteht die klassische Gulatschenform. Bestreichen das mit Eiklar, damit wir unser Abschlussstück darauf setzen können und damit diese Zipfel auch gut halten. Und fertig ist unser Topfengulatschen, den wir dann backen können. Wir setzen unsere Topfengulatschen auf ein Backblech, das wir mit Backpapier belegt haben. Das Backrohr ist auf 180 Grad Umluft vorgeheizt, und die Topfengulatschen kommen jetzt für ca. 25 bis 30 Minuten in das Backrohr, bis sie goldgelb gebacken sind. Unsere Gulatschen sind jetzt fertig gebacken. Wir können sie aus dem Rohr nehmen. Wir werden sie jetzt noch mit Staubzucker, Vanillezuckergemisch bezuckern. Und schon sind unsere Gulatschen servierfertig. Das Rezept findet ihr wie immer auf www.euromil.com. Und ich wünsche euch gutes Gelingen bei diesen schnellen und einfachen Topfengulatschen.